Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wie ihr es im Hintergrund seht, ich befinde mich in Tschechien, in Rybavizi am Rybavizi-Teich, Teich. Und es geht um die Schleie, meinem Lieblingsfisch. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch den Fisch dran haben, den wir gerne hätten. Was Großes hat er hier noch nicht gebissen oder was so zieht. Das müsste was Größeres sein. Gut, dann erzähle ich mal ein bisschen was dazu, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Und zwar habe ich gesehen, dass hier ja einiges am Gewässer sich geändert hat. Das Gewässer wurde ja einfach erweitert und nochmal drei Fischarten wurden hinzugefügt. Und ja, dann dachte ich mir, dann guckst du halt mal, ob man da irgendwie an die Goldschleie kommt. Mein Gott, ey. Hat der Fisch eine Kraft? Ja. Im Endeffekt ist mir dann aufgefallen, okay, das hat sich ja extrem vergrößert und deswegen dachte ich mir, komm, dann, es gibt eine Goldschleie. Auf der Suche bin ich eigentlich gerade gewesen, aber dann hat sich irgendwie doch auf die Schleie festgesetzt, weil bei der Goldschleie einfach das Problem ist, die ist halt wirklich echt selten vorhanden. Das kennen wir ja an anderen Gewässern auch, das heißt, die ist dann mehr so ein Beifang. So ganz gezielt darauf können wir nicht gehen, wie bei der Schleie, weil die Schleie fangen wir ja echt schnell. Deswegen dachte ich mir, komm, probier's das mal. Ich zeige euch das auch gleich mal. Ich vermute, entweder hängt hier ein Karpfen dran, ein Aal oder vielleicht sogar eine Trophy. Trophy würde ich jetzt eigentlich nicht denken, aber anhand davon, wenn es eine Schleie ist und da noch zieht, dann kann es halt wirklich eine Trophy sein. Deswegen lassen wir uns doch mal überraschen. Was haben wir denn da? Wels. Nee, Aal. Oder? Was bist denn du? Doch ein Wels, oder? Aal. Okay. Entschuldigung, mein Fehler. Hätte ja sein können. So. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir stehen und mit was für einem Setup wir arbeiten. Und vorweg muss ich bei dem Thema mit dem Teig gehen da Grüße raus und auch ein Danke an. Moment, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Red Jurtni. Ich nehme an, du weißt, dass du angesprochen bist. Also derjenige, den es betrifft. Weil mir wurde hier der Tipp gegeben, wegen der Goldschleie eben mal was anderes zu nehmen als Köder. Was ich jetzt auch nicht so häufig benutze, muss ich zugeben. Ja, und zwar gucken wir mal, wo stehen wir denn eigentlich? Werdet ihr wahrscheinlich erschrecken. Ihr startet hier. Wenn ihr hier auf die Straße lauft, könnt ihr euch ein Auto leihen. Und dann halt eben den Spaß hier entlang fahren, hier rüber. Bei mir steht es auch irgendwo hier ist. Gucken wir mal eben. Das habe ich so nämlich gar nicht mitbekommen. Ah, da vorne steht es genau. Da. Ja, und da dachte ich mir, komm, dann machst du halt mal ein passendes Video zu der Schleie zu meinem Lieblingsfisch. Oder mal direkt. Okay. Gucken wir gleich mal, was war. Dran haben. Das könnte vielleicht mal eine größere Schleie sein. Hast ja schon wahrscheinlich über 2 Kilo. Ja, das passt doch ganz schön mit 2,3 passt so ins Gesamtbild. Den wir noch direkt wieder ein Biss. Okay. Also ihr seht, das Thema Schleie nimmt einfach kein Ende. Wäre natürlich schön, wenn wir hier auch eine Goldschleie mal dran hätten. Gerade hier mit dem das Setup aber bisher nicht. Die ist halt auch nicht so häufig vertreten. Ich zeige euch auch gleich das Setup, sobald wir hier die nächste Route noch reingeholt haben. Oben rechts seht ihr ja, wo ich stehe, bei 148, 133 und einfach wie immer in die Seerosen, 2 Meter tiefer Bereich. Passt ja bei den Schleien mal ganz gut. So, jetzt gucken wir erstmal das Setup an, bevor, falls es wieder beißen sollte, da dran gehen. Und zwar, ich habe mich für die PKU-Sense entschieden. Ihr könnt natürlich auch alternativ, wenn ihr jetzt das Geld für die PKU-Sense nicht habt oder nicht ausgeben wollt, auf die Gitana DeepStream 8 gehen. Da reicht dann auch das Setup, was ich hier habe, bis hierhin inklusive Vorfachsinn, war ungefähr bei zwischen 180 bis 210 Silber. Das geht eigentlich. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Denn hier ist es wichtiger, der Einser Haken, der Krebsschwanz und wieder das berühmt-berüchtigte, mein Lieblingsschleienfutter. Das Ganze dann hier nochmal und zu Red Jutni, Red Urtni.
Da wurde mir empfohlen, Blue Carb mit Alpenhonig, wie das Futter sich zusammensetzt und halt eben auch der Köder. Gucken wir uns gleich mal an. Erstmal holen wir die zwei Fische rein und dann zeige ich euch auch, wie das funktioniert mit dem Blue Carb Futter. Da war eine schöne Schleie dran, komm ran. 2,7, sehr schön. So. Jetzt haben wir hier beim Blue Carb wieder was dran. Oh ja, sehr schön. Das sollte auch ein schöner Brocken von der Schleie sein, auch so über 2 Kilo. Das funktioniert hier auch ehrlich richtig gut mittlerweile. Gerade bei den Schleien. So 2,5. Ja, fast. Ja. Also ihr seht, die Bissfrequenz hier ist wirklich und mal wieder hoch. Wie man es ja kennt, wenn man auf Schleien geht und einen passenden Spot gefunden hat. Ich habe das einfach mal blind probiert hier. Ja, und es hat halt geklappt. Ich gedacht habe, komm, probierst du es mal hier so ein bisschen abschüssig. So, jetzt gucken wir mal, wie das Futter sich zusammensetzt, wie das Ganze mit dem Alpenhonig geht. Und es gilt natürlich wie immer, ihr könnt alles in der Videobeschreibung nachlesen, von der Futtermischung mit dem Setup, mit dem Spot und wo ihr hinwerfen sollt und so weiter. Und zwar, wenn wir mal gucken, bei dem Schleienfutter hier, haben wir hier wieder das Schleienkarauschenfutter, dazu den Alpenhonig, was sehr wichtig ist, Erbsen gemahlen, ebenso weil es eine Karpfenart ist, und den Krebsschwanz. So, und wie ich das mit dem Angelköder gemacht habe, und zwar mit dem hier, ist auch ganz einfach, den könnt ihr kaufen am See, und zwar ist es dann hier der Blue Carb, macht hier verwenden, drückt hier einmal drauf, dann nochmal hier drauf und hier dann einfach den Alpenhonig rein und dann hin und dann habt ihr das eigentlich schon. Und wie, oh, verdammt, okay. Sei bitte kein Aal, sei eine Schleie. Wäre cool, direkt so eine Goldschleie von, sagen wir mal so 3 Kilo. Weil die größte, die gefangen wurde, wiegt hier 5,5 bisher. Darauf bin ich jetzt gar nicht aus, einfach nur den Fisch einmal zu haben. Ich meine, ich habe das Bronzeabzeichen, weil ich das gemacht habe, bevor dieses Update da kam. Hallo? Europäischer Wels. War ja klar. Jetzt gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier dran? Wir hoffen doch mal eine Schleie. Weil Wels brauchen wir hier nicht. Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, und wieder eine Schleie. Ja, meine Freunde, wenn wir da mal gucken, Schleien 23 Stück, genau hier in den Seerosen, passt also der Spot. Bitte beachten, tagsüber sind die an den Seerosen aktiver wie nachts. Und ja, in diesem Sinne war es das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!